Also aus diesem Stück Strandpressprofil, das ist auch ein eigenes Profil, wollen wir eine Leuchte fertigen, die am Ende diese Form haben soll. Und mit dieser panzerähnlich aussehenden Maschine können wir das machen. Das ist eine CNC, ein CNC-Biegeautomat, wo ich also wiederholgenau solche Formen machen kann. Ich kann organische Formen machen, ich kann natürlich runde Sachen machen. Das Besondere hier dran ist im Grunde, normalerweise sind das die Wellen, mit denen man biegt. Wir haben uns die beiden hinteren Wellen verlängern lassen, wodurch wir kleinere Radien biegen können. Das ist noch nicht der Minimalradius, den wir machen können. Das hat jetzt ungefähr 80 mm. Wir können also noch deutlich kleiner werden. Auch kann ich das noch verlängern, sodass wir auch höhere Profile fertigen können. Ich zeige ein Beispiel, Bullaugen, die liegen da hinten. So, das ist je ein Drittel der Umlänge dieser sogenannten Bullaugen. Wir haben also drei Teilsegmente, die zusammengeschweißt werden und innerlich wird sozusagen diese Art Profil noch gegengeschweißt. Dadurch erreichen wir eine Profilierung für eine Keder des Systems Barisol. Das heißt, hier verwenden wir ein Foliensystem des französischen Herstellers Barisols. Innerlich werden LEDs eingebracht von Osram. Wir haben auf der Grundplatte schon ein Lochbild gefräst, auch mit Sacklochgewinden zur Positionierung der LED-Backlight-Leuchten. Die Leuchte ist IP54, das heißt, sie ist also absolut staubdicht und wasserdicht, sodass sie eben auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Wir machen bei unserer Pulverbeschichtung grundsätzlich in der Vorbehandlung nehmen wir eine Chromatierung vor, sodass wir sehr, sehr hochqualitative Oberflächen erstellen. Wir können in Spezialfällen, zum Beispiel an der Nordsee oder wo sie einen sehr hohen Wassersalzgehalt in der Luft haben, können wir das noch seewasserfest beschichten.